Moin Moin, herzlich hallo und willkommen zum Bundesliga-Tipp, 5. Spieltag, 2. Liga. So sieht's mal aus. Ja, die Nachholspiele, so langsam werden sie terminiert. Gucken wir mal, wie das Ganze laufen wird. Zwei Teams oben immer noch in der Tabelle, die sogar ein Nachholspiel haben. Gucken wir mal, wie das Ganze laufen wird. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel, was am Freitag stattfinden wird, ist das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Karlsruher SC. Ja, Karlsruhe, ne, kann auch überraschen. Oder besser gesagt, zweimal hellwach sein. Ne? Gegen Sandhausen früh zwei Tore erzielt. Klar, einmal in der ersten Halbzeit früh und einmal in der zweiten Halbzeit früh. Aber dennoch, Ziel erreicht, Punkte geholt. Gegen Sandhausen hätte man auch nicht so ganz erwartet. Beim 1. FC Nürnberg ein hochinteressantes Unentschieden gegen St. Pauli. Große Frage ist natürlich die, wie wird es für beide Teams weitergehen? Ich denke mal, dass der 1. FC Nürnberg dieses nächste Spiel gegen Karlsruhe gewinnen wird, aber relativ knapp mit 1:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Eintracht Braunschweig. Bei den Braunschweigern gegen Bochum erfolgreich gewesen. Hätte man auch nicht zwingend erwartet. Aber ne, manchmal musst du eben das, was du in den letzten Spielen negativ gezeigt hast, ins Positive ummünzen. Andersrum, die Bochumer auch nicht so top vorbereitet wie in den letzten Spielen zuvor auch, aber dazu später mehr. Bei Jahn Regensburg dagegen ein Unentschieden, was nicht sein musste. Im Endeffekt eigentlich zwei Punkte hergegeben. Man muss es einfach so sagen, klar das bessere Team gewesen. Eigentlich muss man sagen, okay, das 2-0 muss irgendwie über die Runden gebracht werden. Aber was war das bitte an Abschluss? Da war der ein oder andere taktische Wechsel völlig Banane. Das dürfen sie natürlich gegen Braunschweig nicht nochmal machen. Ich denke mal, es wird denen nicht nochmal so passieren. Jahn Regensburg gewinnt mit 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Holstein Kiel und Greuther Fürth. Ja, da bist du in Überzahl und irgendwie kriegst du es doch nicht gebacken. Die Fürther in dieser Saison, ja, den Pech verfolgt. Man muss das fast schon so sagen. Momentan ist so irgendwie zielgerichtet eher was anderes. Also man muss irgendwie so langsam in diese Liga kommen, denn sonst, ja, sonst könnte es sein, dass man doch unten mitkämpfen muss. Für Kiel dagegen, es sieht momentan alles nach Plan aus. Es läuft alles nach Plan. Auch im letzten Spiel gegen Würzburg. Ja gut, das ist aber auch eher so ein, ja, taktisch gut runtergespielt, sauber gespielt, hat man locker gewonnen. Jetzt natürlich die große Frage, wird auch Kiel in diesem Spiel siegreich von dannen gehen? Ich denke schon, Kiel gewinnt an Abschluss, aber diesmal nur knapp mit 2:1. Ich denke nicht, dass das Fürth sich da dieses Mal lumpen lässt und dieses Mal definitiv besser mitspielt als gegen den Hamburger Sportverein. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem Hamburger Sportverein und den Würzburger Kickers. Man kann eigentlich schon das Gegenbeispiel eben nennen. Die beiden haben eben untereinander gespielt. Jetzt geht's gegeneinander. Große Frage natürlich, die wird Würzburg jetzt ein besseres Bild wieder abgeben? Jetzt im letzten Spiel ja eher nicht so. Jetzt die große Frage, wie wird es gegen den Hamburger Sportverein laufen? Denn bei den Hamburgern, es ist noch Hinserie. Ne? Man darf es nicht vergessen, es ist noch Hinserie. Da läuft eben vieles gut, was in der Rückserie dann nicht laufen wird. Und ja, wahrscheinlich wird sie gegen Würzburg ähnlich laufen. An Abschluss gewinnt der HSV relativ deutlich mit 3:0. Im Rückspiel wird das vielleicht ganz anders laufen, aber wir sind noch in der Hinserie und der HSV ist einfach ein Team, was in der Hinserie in der zweiten Liga einfach mal dominieren kann. Das nächste Spiel findet statt, auch ebenfalls am Samstag. Es ist das Spiel zwischen Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli. Die Darmstädter durften nicht spielen. Ja, große Frage natürlich, wann das Spiel nachgeholt wird und wie es grundsätzlich läuft. Für St. Pauli dagegen, es ist so eine ganz komische Saison. Also irgendwie, mal zeigst du so ein Bild, mal zeigst du so ein Bild im letzten Spiel gegen Nürnberg, ausgeglichenes Spiel gegen Nürnberg. Also so wirklich eine Linie haben die Paulianer noch nicht so ganz in dieser Liga. Während Darmstadt 98 eigentlich schon eine Linie hat und genau deswegen in diesem Spiel auch gewinnen wird, aber relativ knapp mit 2:1, denn ich denke einfach mal, dass vielleicht die Pause der Darmstädter vielleicht sogar fördernd war. Das nächste Spiel ist mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen Hannover 96 und
Fortuna Düsseldorf, ja, der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Hannover 96, ich weiß nicht, was gegen Paderborn los war, wirklich nicht. Also, das war das Hannover, was in der letzten Saison in der Hinserie gegen den Abstieg gespielt hat. Also, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist ideenlos gewesen, also Tabellenplatz nicht würdig, man muss es so sagen. Also, da müssen sie definitiv mindestens 5, 6 Schippen drauflegen, damit sie wieder das Niveau haben, was sie am Anfang der Saison hatten. Jetzt geht's gegen Düsseldorf, die völlig hinter ihren eigenen Erwartungen stehen. Man hatte erwartet, dass Düsseldorf um den Aufstieg spielt. Jetzt sieht es eher danach aus, als ob sie gegen den Abstieg spielen würden. Auch schon gegen Jahn Regensburg, wo du dir denkst, so, Regensburg dürfte dieses Spiel eigentlich zumindest laut vielen Ideen von den Düsseldorfern nie und nimmer 2-0 führen. Aus Düsseldorfer Sicht hat man Glück gehabt, dass man dieses Spiel noch gedreht hat, Punkt gewonnen hat. Aber gegen Hannover wird das nichts Gutes. Hannover wird auf jeden Fall aus den Fehlern gegen Paderborn lernen und einen Abschluss auch mit 2-1 gewinnen. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Erzgebirge Aue. Ja. Eben schon erwähnt, ne? Also Bochum, eigentlich stabil in der Abwehr in dieser Saison. Es ist eigentlich eine gute, stabile Abwehr, aber das im letzten Spiel, das sah nicht nach Stabilität aus. Das ist eben die große Frage, wie das läuft jetzt gegen Erzgebirge Aue, die im letzten Spiel eigentlich den klassischen Lauf der Heidenheimer stoppen konnte. Bislang in dieser Saison schon diverse Mannschaften das konnten. Große Frage natürlich ist die, ob jetzt Erzgebirge Aue das auch gegen Bochum schafft. Es könnte ein hochinteressantes Spiel werden zwischen diesen beiden Teams, weil es kann eben sein, dass Bochum wieder zur alter Form kommt, dass eben die Abwehr wieder gut hält. Es kann auch sein, dass es nicht der Fall ist. Ich denke aber dennoch, an Abschluss wird es der Fall sein. Am Abschluss gewinnt aber Aue mit 1-0. Ja, Stabilität ist die große magische Aufforderung eigentlich in diesem Spiel und wahrscheinlich wird es auch bei beiden so an Abschluss aussehen. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Osnabrück. Kann natürlich sein, dass das verlegt wird. Möglich ist es. Zumindest den Heidenheimern wünscht man das momentan. Also gefühlt wieder 20.000 Chancen und an Abschluss kommt wieder nichts dabei rum. Also das ist natürlich enorm bitter. Also Heidenheim hat wieder gefühlt 50.000 Chancen und irgendwie kommt da nur eins rum. Also das, die laufen momentan wirklich hinter ihren Erwartungen. Viele haben erwartet, auch in dieser Saison geht es wieder genauso weiter wie in der letzten Saison. Aber ja, man kann es im Endeffekt chancentot nennen. Man muss es fast schon chancentot nennen momentan. Und die müssen diesen Chancentot-Fluch einfach loswerden. Sonst wird es wirklich schwierig, mit im Aufstiegskampf dabei zu sein. Ja, Osnabrück haben jetzt schon länger nicht mehr gespielt, ist schwierig da zu sagen, in welche Richtung das geht. Aber ich denke mal, dadurch, dass da der ein oder andere Spiel noch nachgeholt wird, wenn es nachgeholt wird, denke ich aber dennoch, wird der Fluch vielleicht der Heidenheimer mal futsch sein und Abschluss gewinnen sie mit 2-1. Und das nächste Spiel und letzte Spiel findet trotzdem auch am Sonntag statt. Ja. Es ist das Spiel zwischen dem SV Sandhausen und dem SC Paderborn. Ja, Paderborn hat doch endlich den Sieg geholt. Sie haben doch endlich gewonnen. Gibt es jetzt endlich die Wende? Das fordern zumindest viele Paderborner Fans. Gegen Sandhausen, ja, die irgendwie überraschend untergegangen sind gegen Karlsruhe. Also dafür, dass Sandhausen wirklich oben in der Tabelle jetzt rumschwirrt, ist es eigentlich schon fast sehr überraschend gewesen. Aber so ist Fußball manchmal. Manchmal kannst du es einfach völlig nicht vorhersagen, dass ein Team, was unten in der Tabelle steht, so gut aufspielen kann. Aber manchmal ist es eben so. Jetzt natürlich Paderborn, der nächste Kandidat, der unten in der Tabelle steht, die auch Punkte haben wollen. Und sie sammeln die nächsten Punkte. Nämlich einen. Am Ende gibt es ein 1-1 Unentschieden. Das waren meine Tipps für diesen 5-4-Tag. Ihr könnt eure Tipps in der Tipprunde abgeben und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Spieltag wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.